sascha-netbook-news.de hier auf dem Samsung-Event während der IFA 2011 in Berlin. Und wir haben hier ein neues Smartphone von Samsung. Eigentlich kennt ihr es schon, Samsung Galaxy S2, das ist aber die LTE- bzw. 4G-Variante, wie sie in den USA dann heißen wird. Was ist hier neu dran? Es ist erstmal ein 4.1-Inch, na, Schnickschnack, 4.5-Inch-Display natürlich. Wie ich auf 4.1 komme, weiß ich jetzt auch nicht. 4.5 hier, Super AMOLED Plus. 4.3 beim alten, auch Super AMOLED Plus. Ebenfalls ist hier eine neue CPU drin. Exynos 1.4 GHz, basierend auf dem ARM Cortex-A9. Und hier ist die Variante mit 1,2 GHz drin. Ihr seht auch, dass es ein bisschen dicker ist. Das liegt vor allen Dingen daran, ich drehe das mal um. Ich habe schon hinten die Deckel abgemacht. So, dann bekommt mein Sponsor Vodafone auch nochmal ein bisschen Airtime hier. Der Akku ist vor allen Dingen dicker. Hier ist ein 6,48 Wattstunden Akku, während hier ein 6,11 Wattstunden Akku ist. Wird sich das großartig auf die Akkulaufzeit auswirken? Ich bezweifle das ganz stark. 0,2 Inch größeres Display zieht ein bisschen mehr und natürlich 200 MHz mehr CPU-Dampf. Das dürfte auch ein bisschen mehr Strom ziehen. Von daher kann man davon ausgehen, dass die beiden etwa die gleiche Akkulaufzeit haben. Was ihr auch noch sehen könnt, ist, dass die Anordnung der Kamera unterschiedlich ist. Das heißt, hier einmal haben wir das horizontal, einmal vertikal verlegt. Ansonsten tun die beiden sich nicht viel. Was vielleicht noch interessant ist, ihr könnt es hier sehen, das ist zwar ein größeres Display, aber so viel größer wirkt die neue Version eigentlich gar nicht auf mich. So, machen wir das nochmal hier offen. Und dann nochmal hier das neue daneben. Und vielleicht mal zur Startseite kurz. Und da könnt ihr das sehen. Übrigens, ich habe hier natürlich noch eine Anti-Glossy-Folie drauf und auch einen etwas anderen Launcher. Was auch noch unterschiedlich ist, fällt mir gerade hier auf. Die Home-Taste ist hier ein bisschen breiter und flacher, während sie hier mehr so in die quadratische Abteilung geht. Das ist also das neue Samsung Galaxy S2 LTE. Und das ist das alte Samsung Galaxy S2. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.